Ich habe jetzt auch einen Supporter-Creator-Code, FloderFlo, einfach eingeben und jeder, der mir davon ein Bild auf Instagram schickt, wird in der Story markiert auf Ehrenbruder-Basis. Viel Spaß beim Video. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Krass Klassenfahrt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber wir sind back am Start, Freunde, mit der letzten Folge. Es ist das Staffelfinale von der allerersten Staffel und ich kann ja schon mal spoilern. Ich bin nicht in Staffel 3 dabei, Leute. Es hat nicht gereicht. Ich weiß nicht warum, Leute. Meine Performance hat anscheinend nicht gereicht. Freunde, Staffel 4. In Staffel 4 werden wir zusammen attackieren. Staffel 4 wird unsere Staffel sein. Sie wird den Namen tragen. FloderFlo präsentiert. Krass Klassenfahrt Staffel 4. Ist schon alles offiziell bestätigt, Freunde. Mann, es hat leider nicht gereicht, Freunde. Aber gut, trotzdem. Und umso mehr vielleicht freue ich mich jetzt hier auf die letzte Folge der allerersten Staffel, Leute. Von Krass Klassenfahrt. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ihr wisst, ich bin ab und zu sehr gut drauf bei Krass Klassenfahrt, Alter. Puh. Und dann werden wir auch schon bald starten mit der zweiten Staffel, Freunde. Wir versuchen das hier schnell durchzubekommen zum Ende noch, damit wir zusammen mit Staffel 3 starten können. Irgendwie die, glaube ich, im Anfang Mitte Juli startet, ja. Puh, Freunde, ich habe Bock. Ich würde sagen, wir fangen an mit der letzten Folge aus der ersten Staffel, Leute. Wir haben so viele Plotholes, die noch aufgelöst werden müssen. So viel ist noch am Laufen gerade. Freunde, ich habe Bock. Let's go. Bioshield, Alter! Ja! Ehre! Das wäre auch super, wenn du niemandem sagst, dass ich wieder hier bin, weil ich hab einfach keinen Bock auf Streit. Ich, ja, verständlich, Zeug. Hey, Jolene. Hi. Cool, dass du da bist. Ich habe keine Lust auf so eine Pornoscheiße hier. Ich muss dir was beichten. Übrigens, die letzte Folge heißt Massenschlägerei, Leute. Massenschlägerei. Ich bin krass gespannt, Alter. Was ich noch keinem gesagt habe. Mich sein möchte. Ach, oh, ja. Georg. Warum filmt ihr mich eigentlich? Ich verstehe das nicht. Wenn es dein erstes Mal war, fandest du, er hatte einen großen? Leute, es ist so viel passiert, Leute. Oh mein Gott, Leute. Okay. Ich mach mich ready, Freunde. Ach, Leute. Schon lange hier sein. Leute! Okay, Zeus und Jolene haben ein Date. Ich fasse es nicht. Jolene wollte mir doch unbedingt helfen, das Projekt zu gewinnen. Und das haben wir ja jetzt auch. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht zum Candlelight-Dinner kommt. Wir haben uns die Zweisamkeit verdient. Naja, mehr oder weniger, ja? An dieser Stelle. Scheiße, nicht. Zeus! Was willst du da machen? Ja, mein Handy runterwerfen. Jolene, das kommt einfach nicht. Du hast doch gar keine Rhino-Shield-Schutzhülle, oder? Nee, normal so. Nee, da würde dein Handy ja kaputt gehen, wenn du es auf den Boden wirfst. Es würde zerbrechen. Aber wenn du frustriert bist, kannst du einfach mein Handy auf den Boden werfen. Ich habe Rhino-Shield. Dann wirf einfach das. Alter, das muss jetzt... Nee, ist noch ganz, guck mal. Kein Kratzer. Was? Ja, ist von Rhino-Shield. Ich hab das vermisst, Leute. Was ist denn los? Ja, sie hat halt immer noch nicht geschrieben. Jolene? Ja. Ja, haben doch hier jetzt das Essen gewonnen. Ja, deswegen bin ich eigentlich mit dir hier, weil ich dachte mir halt, wenn du, also ich meine, eigentlich bin ich ja der Freund von Jolene, Ex-Freund, deswegen vielleicht könnt ich ja das Candlelight-Dinner bekommen. Aber ihr seid ja nicht mehr zusammen. Also, ja, also, wir könnten ja vielleicht wieder zusammen werden. Also, eigentlich ist sie ja meine Freundin. Kenne. Ich hab das ja gewonnen, also für Jolene und mich. Oh, Leute, da bahnt sich schon die Schlägerei an, Alter. Da bahnt sich die Schlägerei an. Dann kommt Jolene rein und möchte das schlichten. Och, Leute. Habe ich das gewonnen? Genau, ich du seh's hast doch. Ja gewonnen. Ich seh's doch. Aber vielleicht könnten wir es ja dann irgendwie bekommen. Nein. Ja, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Weil du kannst es ja abgeben. Ja, nö. Ich gebe das doch abgeben. Oh, shit, Leute. Mit ihr gewonnen. Du könntest es abgeben. Nein. Du könntest es abgeben. Nein. Ich war es. Freunde, Kenneth spielt das so gut, Freunde, also was heißt Kenneth, Jonas spielt das so gut, ja. Weil es gibt immer diesen einen Typen, der bei Stress so ankommt, so auf den Boden guckt. Und so versucht sich breit zu machen, aber er guckt so auf den Boden so. So, doch, du könntest es abgeben. Du könntest es abgeben. Und genauso guckt Kenneth gerade, Alter. Genauso guckt Kenneth gerade. Abgeben! Nein! Gib es doch jetzt ab! Nein! Du könntest es abgeben! Kenneth! Du könntest Kenneth. Es abgeben! Nein! Jetzt stirbt heute jemand, Leute. Oh, Anastasia! Anastasia. Sie sehen so traurig aus, ist alles okay? Ich hab dich vermisst, Anastasia. Okay, voll.
Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht. Niemand respektiert mich hier. Ich bin keine gute Lehrerin. Oh, Faustermann. Ich bin nicht gewollt, ich merke das doch. Ich bin komplett am Verzweifeln, ich kann es nicht mehr. Frau Ostermann, ich mag sie sehr gerne. Ich respektiere sie in all ihrer Glückseligkeit und Frau Ostermannigkeit. Und Anastasia tut das noch ein Stückchen mehr als ich sogar, glaube ich. Ich habe das Gefühl, ich muss abbrechen. Ich kann keine Lehrerin sein, es geht nicht. Frau Ostermann. Das ist nicht mein Beruf, ich kann es nicht. Ich kann dem nicht gerecht werden. Frau Ostermann. Oh ja. Leute, da kommt die Hand, Leute. Das beruhigen Sie sich doch erstmal. Es ist doch alles in Ordnung. Halt mich nicht an! Als ob sie so eskaliert, Jungs. Als ob sie so eskaliert. Ach, die arme Anastasia, Leute. Anastasia. Och nein. Das war, ey, Frau Ostermann. Ich klopfe wieder auf den Tisch. Das war zu viel. Das war wieder zu übertrieben. Sie hätte auch einfach die Hand wegschieben können. Sie hatte schon wieder ein bisschen Wein zu viel, Leute. Sie sich doch erstmal. Es ist doch alles in Ordnung. Halt mich nicht an! Nein, warum cuttet ihr denn jetzt? Das ist so unfair. Warum cuttet ihr denn jetzt, Mann? Es passiert so viel gerade, Leute. Oh mein Gott. Heute mache ich noch was kaputt. Ach nein, gerade bei Anastasia, sie ist so die schüchternste, ja, wie soll ich sagen, die zierlichste irgendwie. So wisst ihr, ich meine so, ach, Anastasia und dann sowas, Alter. Ach nein. Ach, Leute. Ja. Es ist wirklich total unfair. Ich meine, das Candlelight-Dinner, hallo. Es ist das Dinner schlechthin. Und gut, wir haben nicht bei diesem Wettbewerb mitgemacht, aber es haben ja wohl alle anderen verdient, außer Zeus. Definitiv ist so. Zeus nicht. Ja. Auf gar keinen Fall. Der Block. Ach man, Fernando, Alter. Ich mag Fernando jetzt ein bisschen mehr, Leute. Wenn man die Leute dahinter so ein bisschen kennt irgendwie, dann mag man die Charaktere lieber, Alter, ich sag's euch. Irgendein Strafbestand begangen mit seiner Aktion da. Also, und wir sind das neue Klassenpärchen. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir dieses Candlelight-Dinner haben. Aber sowas von. Retalk. Denkst du daran, woran ich denke? Ja, definitiv. Ja. Achso, ja, klar. Ja, wir gehen dahin. Wir gehen. Drexler, woran? Drexler, woran hast du gedacht, Bro? Okay. Woran? Daran dachte ich, nee, ist alles okay. Gut. Also ganz ehrlich, dieser Zeus, ne? Zeus! Dieser Griechengottsack, der hat sich auf dieser Klassenfahrt eh schon viel zu viel erlaubt. Alter, dass ich mal Drexler so erleben darf, so richtig. Böse, Alter. Ja? Ja. Und wenn hier jemand, nachdem er so viel Scheiße erlebt hat, wirklich, ich habe so viel mitmachen müssen auf das dieser stimmt. Fahrt. Das stimmt. Da habe ich wohl dieses Dinner verdient. Ich gönne es Drexler. Ich krieg schon Nachrichten. Ah, Fernando hat mir geschrieben. Entschuldigung. Oh, ich weiß nicht, ob das geskriptet war. Wäre cool, wenn es nicht geskriptet gewesen ist, weil ich glaube, man hat so einen Kameramann hinten gehört, der irgendwas dazu gesagt hat. Achtet mal drauf. Mitmachen müssen auf dieser Fahrt. Da habe ich wohl dieses Dinner verdient. Ich krieg schon nach. Guck, achtet mal, als er gelacht hat, hat jemand hinten auch gelacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es... Wäre cool, wenn es nicht geskriptet war. Ach, richten. Wäre cool gewesen. Entschuldigung. Ah. Let's go! Zeus ist so ein Psycho. Eigentlich sollte ich zu ihm gehen und ihm mal richtig mal... Leute, wir haben so viele Storylines. Leute. Meine Meinung sagen. Was er dir alles angetan hat, das ist so krank. Siehst du es nicht so? Doch, ich sehe es so. Ich meine, es ist offensichtlich, dass er was Schlimmes getan hat. Ich glaube trotzdem, dass es ihm irgendwo leid tut. So wie er heute da saß und mich angesehen hat. Er sah ehrlich aus und ich glaube, ich könnte ihm das vergeben. Er hat es einfach nicht verdient, dass du ihm vergibst. Was hat er dafür getan, dass du ihm vergibst? Vielleicht könnte er ja was dafür tun, dass ich ihm vergebe. What? Er hat doch den Wettbewerb gewonnen, richtig? Ach, das Candlelight-Dinner. Jeder will dieses scheiß Candlelight-Dinner haben. Jeder. Ich kann es verstehen, Leute. Wir hätten ihn gewinnen sollen. Eben. Und er schuldet mir eindeutig etwas. Ja. Lust auf ein Candlelight-Dinner heute Abend? Und Leute, wie sie das gesagt hat, hä? Leute, da muss ich mich wieder umdrehen, Leute. Da war wieder so... Okay. Also wir haben das ja jetzt alles sehr ausführlich. Es sind einfach
Leute, alles wird mit allem zusammen, realisiere ich ja gerade. Alles wird mit allem zusammen. Außer Hannah und Justimosti, weil Justimosti weg ist anscheinend irgendwie. Oder die dürfen keinen Kontakt haben, Alter. Oh. Leute, Georg und Layla. Ach. Völlig gesprochen, die haben alles super durchdacht. Mhm. Also halt dich einfach daran. Georg, bist du dir sicher? 100%. Wenn das nicht klappt, ne, dann bin ich voll im Arsch. Das muss klappen. Hä? Okay, was ist das? Wir rufen jetzt an. Ich rufe jetzt an, aber du musst leise sein, okay? Ah, er hat so einen richtig coolen Plan gemacht, so wenn man anruft, dann stellt man Fragen und wenn die erste Frage ja ist, ist so ein Ast. Wenn die nein ist, ist so ein Ast und das... Ach, Georg ist schlau, Leute. Vertraut ihm. Er macht meine Steuern, vertraut ihm. Also, ich muss reden. Hallo, Mama. Ja, mir geht's gut. Ja, Mama, ich habe eine Frage. Also, weißt du, ich habe einen Jungen kennengelernt und er hat gefragt, ob ich mit ihm ein Date haben kann. Weißt du? Nein, er ist nicht Muslime. Nein, er hat nicht so viele Geschwister. Okay. Fährt auch kein Benzer, nein. Ja, aber... Er fährt auch kein Benzer. Och, nee. Dann, Layla, dann gar nicht. Dann nicht, sorry. Ja, okay, warte. Sie hat gefragt, ob mich das glücklich macht. Ja. Ja, mich macht das glücklich, auf jeden Fall. Ja? Okay, danke, Mama. Ja, tschüss. Ja, wir können. Oh, wir können. Sie hat gesagt, süß. Aber nur, wenn du anständig bist. Ich wusste, dass es klappt. Ich wusste es. Da habe ich auch gleich überlegt. Zeus hat ja ein Candlelight-Dinner gewonnen. Ja. Und Ach mal, das sind die süßesten zusammen. Die sind so süß zusammen. Weil ich schwör's dir, Georg ist ein richtiger Ehrenmann. Also okay. Ja doch, er ist schon eher ein Ehrenmann. Er ist ein eher Ehrenmann als Unehrenmann. Deswegen, ich gönn's ihm, Leute. Ich gönn's ihm. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir das... machen könnten. Ja, er hat doch nicht keine Ja, genau. Ist so. Ja, okay, das würde mich. Das wäre doch schön. Ja, lass mal fragen. Ja, ja. Okay, lass mal fragen. Okay. Ja. Das ist schön, das ist schön. Und es eskaliert. Und der Gewinner. Ich hab gewonnen. Es ist total egal, wer gewonnen hat. Weil weißt du, was du ihr alles angetan hast? Ja. Vielleicht solltest du uns einfach. Oh, shit, ja. Jetzt kommt Drexler und Fernando rein, Leute. Die werden so ein bisschen versuchen, das zu schlichten. So. Damn, Leute. Nein. Einfach als Wutmachung. Seh mal ein, was du getan hast und vielleicht gibst du ihr was zurück für all das, was du Entschuldigung. Hast. Oh, wenn jemand diesen Tisch hier verdient hat, dann sind das ja wohl Fernando und ich. Das ist mein romantisches Dinner. Wie? Vielleicht solltest du einfach mal auf Grund... Hey, stimmt, die anderen realisieren das jetzt erst so, dass da was läuft und... Leute, oh. So. Unsere Freundschaft mich unterstützen. Freundschaft? Ja. Freundschaft? Ich war immer für dich da. Du hast mich lange genug wie Scheiße behandelt. Du bist kein Freund, du bist ein Arschloch. Drexler! Warte, Pimli? Gott, du bist doch Arschloch! Pimli? Drexler heißt Pimli? Pimli? Okay, ach, das ist aber richtig süß. Pimli ist voll der süße Name, Alter. Pimli Drexler. Pimli Drexler. Alter, achte mal auf Fernando. Oh mein Gott, er hat's wirklich gesagt. Krass. Pimli. Oh, das muss ich nochmal, Freunde, das muss ich mir nochmal ansehen. Pimli, es ist raus, Alter. Alter, ich dachte nicht, dass wir das echt noch rausbekommen, wie Fernando wahrscheinlich, wie Drexler heißt mit Vornamen. Krass. Klassenfahrt. Du wie Scheiße, Mann. Du bist kein Freund, du bist ein Arschloch. Wie geht's mit dem Pimli? Pimli! Gott, du bist doch Arschloch! Mein Gott! Alter, größten Respekt an Drexler, Alter, also an Gary. Der spielt das so gut, Alter. Gary, Kuss geht raus, Mann, wirklich. Der spielt das so gut, voll cool. Auch hier an Jamie, Alter. Die Leute spielen das alle so gut. Jamie ist die ganze Zeit zu unserer Rolle, das ist... Wenn ihr ihm mal auf seinen anderen Social Media Kanal irgendwie folgt, dann seht ihr, dass das halt wirklich ein ganz anderer Mensch ist, so. Und der spielt das so gut, Alter, die spielt das alle so gut. Full nice. Alter. Leute. Anastasia. Och Leute, mein Herz bricht bei Anastasia. Es zerbricht, Leute. Es ist nicht mehr da, Leute. Och Mann, Frau Ostermann,
Sie waren ein bisschen zu direkt. Mir tut's unglaublich leid, dass ich dich so angeschrien habe. Ja! Es tut mir leid, aber es kann kein Schüler-Lehrer-Verhältnis geben. Das darf es einfach nicht geben. Das darf trotzdem es geben. Trotzdem ist es natürlich mutig von dir. Und darf es geben. Es ist auch völlig okay, auch Mädchen zu mögen. Es ist auch völlig okay. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich habe mal als Vertrauenslehrerin gearbeitet. Und wenn du irgendwelche Sorgen... Als Vertrauenslehrerin sollte sie doch wissen, dass es nicht cool ist, Schüler anzuschreien. Mann, ich hoffe, dass da noch was draus wird, Leute. Ich möchte einfach nur, dass sie sich ein bisschen näher kommen noch. Ich möchte, dass Anastasia glücklich ist, Mann. Sie wurde so richtig angeschrien, sie wurde von Stanley verarscht. Leute. Hast, wenn du irgendwelche Gedanken dich quälen, wie auch immer, du kannst immer, immer auf mich zukommen und ich bin immer für dich da. Du kannst mit mir sprechen, zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ja. Ja? Danke. Och, Mann. Okay. Oh, Mann. Vielleicht bin ich doch gar nicht so eine schlechte Lehrerin. Ich meine, es kommt ja darauf an, dass die Schüler glücklich sind. Und ich habe das Gefühl, sie sind's. Ich habe wirklich das Gefühl, die Schüler sind glücklich. Ja, die Schüler sind komplett glücklich eigentlich. Okay, also Frau Ostermann, ich weiß nicht, Leute. Also sie ist echt keine so schlechte Lehrerin, aber sie sollte ein bisschen ihr Weinkonsum ein bisschen minimieren, vielleicht ein bisschen, ja? Ach Mann, Leute, ich weiß nicht. Ach, mal sehen, Leute. Ich finde gut, dass Georg sein Baum-Naturkundebuch in der Hand hat und damit die Leute jetzt verprügelt. Georg! Sie sind's. Ich habe wirklich das Gefühl, die Schüler sind glücklich. Oha! Jolene ist eh schon längst weg, sie hat schon wieder einen neuen gefunden. Und ihr streitet euch hier um dieses blöde Abendessen und ihr habt anscheinend alle vergessen, worum es wirklich bei dieser Klassenfahrt geht. Alter, Hanna, wo kommt das denn her, Alter? Ihre Stimmlage ist richtig tief, sie wirkt voll laut, Alter. Hanna, crazy. Crazy, in der letzten Folge finde ich cool, dass nochmal so die Charaktere so eine Entwicklung alle haben und alle nochmal aufblühen und aus sich rauskommen, so krass. Um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Ja. Hanna hat ja recht, ich hab das... Candlelight-Dinner denn einfach nicht gewonnen und dann ist kann so. Ich auch nicht erwarten, dass ich es einfach bekomme. Ja. Trotzdem, ich meine, ich kann nicht immer überall der Beste sein. Es fällt mir einfach schwer, das mir einzugestehen, glaube ich. Ey, Leute, die letzte Folge ist richtig emotional. So, alle lieben sich am Ende, hoffe ich. Bitte. Also die Hanna kommt ja wirklich immer zur richtigen Zeit. Gott sei Dank. Also sonst wäre das noch richtig eskaliert. Ja. Ich finde auch, wir sollten alle was runterfahren. Himmli, Alter. Oh. Oh, guckt mal, Leute, wie süß. Oh. Alle sind glücklich. Ach, Leute, das ist so... Oh, jetzt kommt noch Anastasia. Oh. Ach, Leute, das ist so voll der schöne Abschluss für die Staffel. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so süß irgendwie gerade. Leute. Könnt ihr für euch vielleicht noch ein bisschen prügeln? Wir bräuchten noch ein bisschen Action. Das war gut, das war sehr gut. So, gefilmt für heute. Bis gleich. Raus, bitte raus. Tschüss. Einmalziehen. Tschüss. Oh. Also ihr Lieben, der Bus steht wieder hier, das Gepäck ist schon eingeladen worden vom Busfahrer, vielen Dank. Ihr könnt Gerne. Jetzt bitte in den Bus einsteigen. Kenneth, Zeus, Anastasia, Jos, du musst leider hier bleiben. Jos wollte einfach mitkommen, ganz casual. Jos, du musst leider hier bleiben, sorry. Leute, das ist so cool zu sehen, aber was ich mich frage, wenn sie jetzt wieder nach Hause fahren, wo spielt die zweite Staffel dann? Spielt die zweite Staffel in der Schule oder machen die so einen Tagesausflüge oder so? Oder es passiert irgendwas, safe, der Bus bleibt stecken. Es passiert irgendwas mit dem Bus, so wie bei, kennt ihr Fluch des Falken auf Kika? Ich hab's geliebt, Leute, Fluch des Falken, ich hab's geliebt. Das war auch eine Klassenfahrt, aber nur mit 8 Leuten oder so. Also noch unrealistischer als hier. Und der Bus ist in so einem Wald stecken geblieben und die sind da irgendwie gestrandet mäßig. Safe, das passiert ja auch. Der Bus bleibt stecken
Oh, das wäre so gut. Bitte, bitte, Leute. Bitte. Komm zuerst. Ach, danke schön. Der Direktor. Der Direktor. Ostermann, guten Tag. Ja, die Klassenfahrt, die war ein voller Erfolg. Die Schüler sind mittlerweile auch alle wieder in den Bus eingestiegen und wir können die Heimreise antreten. Oh nein. Was? 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 Das Was? War erst der erste Stopp der Klassenfahrt? Die Klassenfahrt geht noch weiter? Ja! Leute, okay. Ich hätte das voll cooler gefunden, wäre der Bus stecken geblieben. Und sie wollten eigentlich nach Hause und alle so in Panik geraten und sie müssen irgendwie so ein Camp aufbauen. Das wäre richtig geil gewesen. Also hier der Pitch für Staffel 4 oder Staffel 3, je nachdem. Jonas und Jonas, meldet euch bei mir, ja? Ah, geil, Alter. Okay, das ist trotzdem cool, das ist trotzdem cool. Ich schaff's nicht, ich kann das nicht. Ihr Lieben, ich muss euch was sagen. Oh, wie cool. Oh, Leute. Das war cool. Kommt noch was? Oh, jetzt kommt nichts mehr. Freunde, willkommen zum kleinen großen Mini-Fazit zu Krass Klassenfahrt Staffel 1. Geil, Alter. Ach, Leute, voll cool. Voll cool. Also ich weiß, es ist nur eine Parodie und so und alles, bla. Und ein paar oder viele finden die Serie richtig peinlich oder cringe oder so. Aber es ist einfach Unterhaltung für mich, mich da so reinzuleben. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich mag die Schauspieler und die Personen hinter den Schauspielern halt sehr gerne irgendwie. Und es ist voll cool, die so zu sehen, die Storylines, wie absurd es wird, wer mit wem zusammenkommt, so. Und jetzt haben wir einfach noch, das war erst der erste Stopp, Leute, sie hat nicht gesagt, von wie vielen. Das heißt, es geht bis ins Unendliche weiter, hoffentlich, Freunde, mit der Unterstützung von Rhino Schüler an dieser Stelle. Ey, das war doch cool, Leute, das war doch richtig cool, Alter. Das war eine coole Staffel auf jeden Fall, es ist so viel passiert. Also wirklich, das gerade jetzt die letzte Folge, das war so viel, das hat sich einfach so cool angefühlt, die am Ende da zusammen sitzen zu sehen und Netflix gucken zu sehen irgendwie. Es war einfach schön, so ein bisschen. Ich hab die da halt voll ins Herz geschlossen, die Charaktere alle. Ja. Das war schön, Freunde, das war schön. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Staffel 2. Und vielleicht bin ich bei Staffel 4 dabei, Leute. Ich werde alles Mögliche versuchen, dass ich bei Staffel 4 dabei bin, Freunde. Ich werde einfach rausfinden, wo die drehen und werde einfach dahin fahren. Wie so ein Creep, Alter. Gut. Freunde, freut euch auf jeden Fall auf Staffel 2 und auf Staffel 3. Und dann würde ich sagen, war es das hier an dieser Stelle. Schreibt mir gerne eure Meinung rein zu der ersten Staffel von Krass Klassenfahrt. Ich weiß nicht, warum ich immer eine 11 zeige, aber ich hoffe, es gibt mindestens 11 Staffeln. Und dann würde ich mich sehr über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen, Leute. Ich bin einfach zufrieden gerade. Ich bin einfach zufrieden, Freunde. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr jetzt direkt noch mehr sehen wollt, kommt ihr hier zu zwei anderen wunderbaren Videos. Ich grüße noch eine ganz besondere Person zum Ende. Ich habe es fast vergessen, aber du bist grüßt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde. Habt noch einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh wie immer und ciao.